noch etwas eng. Aber ab November geht es hier lang für die hungrigen Schüler des Georg-Gymnasiums und des Berufskollegs am Wasserturm. Dann nämlich gibt es in der lang ersehnten Mensa am Benölkenplatz endlich was auf dem Teller. Ob deftig, vegetarisch oder ohne Schweinefleisch. Für jeden ist was auf dem Speiseplan. Vor allem aber lecker und vollwertig. So die Betreiberin Evibo, die sowohl am Europa-Institut als auch in der Mensa selber kocht. 250 Schüler passen dann, wenn alles fertig ist, in die Mensa. Richtig spannend wird es dann aber auch für die wissenshungrigen Schüler in den oberen Etagen. Die 8- und 9-Klässler des Georg-Gymnasiums können sich wie die Berufsschüler auf knapp 2 Dutzend Klassen- und Differenzierungsräume, Arbeitsecken und Musikräume freuen. Auch für den Ganztagsunterricht. Seit 3 Jahren schon läuft der beim Georg-Gymnasium eher schlecht als recht in Containern ab. Die tauschen sie jetzt gegen topmoderne Unterrichtsräume, garantiert kreidefrei. Damit man modernen Unterricht machen kann im gebundenen Ganztag. Und das haben wir hier vorliegen, indem wir hier zum Beispiel die Whiteboards haben mit einem Beamer. Über die Whiteboards können wir Dokumente einfügen, wir können Filme zeigen, können sie auf Still setzen und können dann im Prinzip Mindmaps dabei entwickeln und können ganz viele Dinge tun. Diese Whiteboards haben alle eine Softwareoberfläche, eine pädagogische Oberfläche, mit der wir ganz viele Instrumente haben, um einen sehr abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten. Stupides Auswendiglernen war gestern. Teamwork, etwa bei der Unterrichtsgestaltung und Umgang mit Computer und Internet sind heute angesagt. Darum ist der Spaß auch nicht ganz billig. Mit knapp 7 Millionen Euro liegen die Bauherren sogar etwas unter den angepeilten Kosten. Und auch der Zeitplan geht mit 17 Monaten Bauzeit voll auf. Aber das Stühlerücken an Beholdschulen hat gerade erst begonnen. Die Arbeitsschweizer Realschule ist derzeit in Diepenbrockheim untergebracht und wird in die Langenbergschule umziehen. Und dort bekommt sie zusätzliche Räume, sodass der Raumbedarf dadurch gedeckt werden konnte. Die Langenbergschule, wir haben einen kleinen Ringtausch vorgenommen, war bis jetzt vom Berufskolleg genutzt. Und das Berufskolleg zieht ja hier rein. Insofern sind die Räume in der Langenbergschule frei geworden und standen dann der Arbeitsschweizer Realschule zur Verfügung. Die Räume der Albert-Schweitzer Realschule im Diepenbrockheim, jetzt wird es kompliziert, werden in Zukunft dann vom Abendgymnasium genutzt, welches zum Teil jetzt auch in der Langenbergschule ist. Und da auch sehen Sie, dass die Langenbergschule ganz freigezogen wird. Albert-Schweitzer Realschule zieht rein und die im ehemaligen Langenbergschule beheimateten Schulen, Abendgymnasium, ziehen ins Diepenbrockheim und Berufskolleg kommt hierhin. Und so haben wir in einem etwas relativ schon so einem komplizierten Ringtausch, glaube ich, jetzt eine optimale räumliche Zusammensetzung und Voraussetzungen für die Schule schaffen können. Die meisten Schüler, Lehrer und Eltern dieser Schulen werden diese Aussichten freuen. Sie sind heilfroh, dass die Stadt das Geld vor 5 Jahren in die Hand genommen hat und so der Bildungsreform Rechnung trägt. Ob die Mensa aber auch auswärtige Gäste nutzen dürfen, steht noch in den Sternen. Zumindest bei der benachbarten Cafeteria gibt es bereits erste Überlegungen.